Ja, herzlich willkommen bei Plan C. Wie ihr seht, ein kleines Magnetangel-Video. Ich muss mich ein bisschen beeilen, das Licht ist nicht mehr lange da. Aber ich stehe ja so richtig schön an so einem Kanal hier. In Brandenburg ist das. Und einfach mal probieren. Ein paar Würfchen sind auf jeden Fall nicht schaden, wer weiß. Auf jeden Fall schon mal, ich würde sagen, das ist eine alte Antenne. Nagel. Schweinekalt das Wasser, ey. Boah, ich werde mal nach vorne weiter hingehen. Ja, hier vorne ist eindeutig zu viel Gemüse im Wasser. Ich will mal da hinten bei der Brücke weiter gucken, ob ich da noch irgendwie hinkomme, dass ich unter die Brücke so ein bisschen komme. Magnet dran? Ja. Ah, cool. 2 Cent oder könnten noch 5 Cent sein. Ah, komm schon. Muss ich noch mal genau untersuchen. Ist auf jeden Fall ein Centstück. Da hinten in der Tasche. Alter Pappnagel. Ja, da hinten sieht es noch nach ein paar schönen Fotomotiven aus. Schluss. Ohne Scheiß, das habe ich jetzt so rausgezogen. Ein Plättchen und Blattgold. Nein, wird wahrscheinlich vom Kronkorken sein. Aber hier ist irgendwie so ein, keine Ahnung, was das mal war. Unidentifizierbar, aber auf jeden Fall mit cooler Muschel dran. Aber hier ist noch eine lebende dran. Ne? Ja, ich denke mal, ich schmeiße es hier vorne wieder rein. Sonst geht die lebende ja auch nur kaputt. Das scheint hier schon so ein richtiges kleines Biotop zu sein. Das tue ich mal wieder rein. Und was ich gar nicht gesehen habe, ein Centstück ist auch noch drin. Und ein bisschen Kleinkram. Auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Fotos schießen hier von der Brücke. Mal sehen, vielleicht gehe ich auch noch weiter da hinten hin. Da liegt noch so ein Boot und so. Mal gucken, ob man da noch Fotos schießen kann. Magnetangeln sollte das jetzt erstmal gewesen sein. Die Tasche füllt sich so langsam. Ich muss das Fahrradschloss muss ich noch mitnehmen. Ja, und dann muss ich morgen früh hier in der Baustelle da ausladen. Ja, und
dann mal sehen, was kommt. Morgen ist eine Berlin-Tour angesagt. Also morgen noch genug Stress. Ich bin auch froh, wenn ich ins Bett komme, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren. Mal gucken, was noch an Fotos rauskommt. Das hänge ich euch dann noch dran. Ja, wir sind jetzt hier auf der Brücke. Praktisch auf der anderen Seite, oben drauf. Hier vorne scheint noch ein Lost Place zu sein. Und hier geht es noch richtig lang weiter. Aber ja, die Ufer sehen genauso aus. Das scheint mir ein Kanal zu sein. Was mich natürlich jetzt geschockt hat, da drüben geht es auch noch weiter und das ist ja riesig. Ich werde hier den Standplatz, den werde ich einfach mal in mein Navi eingeben. Sehr geil. Hier sind 1, 2 Brücken, 3 Brücken und da hinten scheint ein kleiner Hafen zu sein. Also hier kann man sich den ganzen Tag mit Magneten aufhalten. Ich weiß nicht, wie es hier in Brandenburg ist mit der Gesetzeslage. Die Leute gucken alle so ein bisschen komisch, aber bis jetzt auch noch keiner was gesagt. Weiß ich nicht. Oh. Ja, es sind doch so Kanäle hier. Da ist die Brücke. Hier ist das Lost Place, was ich denke mal, das ist ein Lost Place. Also dahinter ist auf jeden Fall eins. Ja, und hier geht es noch richtig schön weiter. Ich werde noch ein paar Fotos schießen. Die hänge ich euch dran. Aber das soll es dann leider auch schon für heute gewesen sein. Wie gesagt, ich habe nicht allzu viel Zeit. Ich muss auch irgendwann ins Bett, weil die fangen auch ziemlich zeitig an, dann morgen früh. Und ich habe morgen einen richtig harten Ritt vor mir. Ich habe jeden Tag einen harten Ritt vor mir. Auch ein geiles Angelgewässer hier. Also richtig angeln. Ihr geht raus, geht Magnetangeln. Man sieht sich.